Ja, Lichtblicke der Hoffnung, das ist ja das Thema, das wir in den letzten Wochen auch in den Gottesdiensten hatten, an den verschiedenen Sonntagen. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Und da gab es ja verschiedene Unterthemen. Und das Thema dieser Predigtreihe passt natürlich, würde ich sagen, sehr gut, gerade auch zur Adventszeit. Aber grundsätzlich, wie ist es bei uns im Leben? Brauchen wir da nicht auch immer wieder irgendwelche Lichtblicke mal im Leben, also Lichtblicke der Hoffnung in unserem Leben? Gerade wenn wir vielleicht, wenn es uns nicht so gut geht, dass wir vielleicht auch in dunklen, ja, Zeiten gerade etwas, ja, Licht brauchen, ein bisschen, wie man so schön sagt, ein Licht am Ende des Tunnels sehen können. Das ist doch etwas, was wir wirklich auch im normalen Leben brauchen. Einen kleinen Hoffnungsschimmer, etwas, was uns wieder Hoffnung und Trost gibt, das uns vielleicht auch aus einer dunklen Situation herausholt, aus einem Tief wieder hochholt und uns einfach Hoffnung gibt. Und das ist doch das, worum es auch an Weihnachten geht, oder? Um Hoffnung. In der Weihnachtszeit oder jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit habt ihr es vielleicht selber gemerkt oder wart selber unterwegs und ja, man kommt so in diesen Weihnachtsstress rein. Der eine mehr, der andere weniger. Man hat vieles zu besorgen, organisieren. Die letzten Einkäufe stehen noch an. Die letzten Geschenke müssen besorgt werden. Irgendwelche Familienfeier vielleicht organisiert werden. Und so gibt es viele Dinge, die ja organisiert gemacht werden müssen. Vielleicht auch noch die letzten Einkäufe. Und wer in den letzten Tagen im Geschäft war, der weiß, das geht da ganz schön haushoch zu. Und man kriegt auch nicht immer alles das, was man noch auf dem letzten Drücker kaufen wollte. Und die Menschen drängen sich und alle sind beschäftigt. Es geht, dreht sich alles um dieses Weihnachtsfest. Wenn wir draußen gucken, auch hier, wir haben Lichter, die Häuser sind geschmückt. Es gibt Weihnachtsmärkte. Wir haben ja unseren Weihnachtsmarkt ja auch gehabt. Gehört auch dazu, es werden Weihnachtslieder gesungen, zum Teil ja auch immer noch auf den Weihnachtsmärkten. Und die Kinder, ja, sagt man, die freuen sich auf den Weihnachtsmann, der die Geschenke bringt. Und so gibt es viele verschiedene Traditionen, die wir auch in Deutschland haben, die sich um Weihnachten und das Fest selber drehen. Aber ist das dann alles Weihnachten? Was macht Weihnachten wirklich aus? Und was ist der wirkliche Grund von Weihnachten? Warum feiern wir überhaupt Weihnachten und warum wird es vielleicht auch so groß gefeiert? Ist es vielleicht die Atmosphäre, das schöne Miteinander? Ich sage, Schnee fehlt so ein bisschen, um das noch weihnachtlicher zu gestalten. Genau, es fehlt mir so ein bisschen, aber sonst nur die Lichter, Kerzen und sonstiges ist es doch alles schön, die Atmosphäre, das Drumherum, die Familienfeiern. Ich freue mich auch, meine Geschwister, meine Familie wiederzusehen, mit denen einfach auch schön zu essen und so weiter. Es gehört alles dazu. Kann man ja auch nichts gegen sagen, ist ja nichts gegen einzuwenden. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass all diese Dinge, die halt um dieses Weihnachten herum passieren, ja, den eigentlichen Grund von Weihnachten so in den Schatten stellen, dass die eigentliche Weihnachtsbotschaft so ein bisschen untergeht. Und ja, ein Beispiel ist vielleicht so ein Geschenk. Ihr habt vielleicht schon welche bekommen, vielleicht kriegt ihr diese Tage auch nochmal Geschenke. Das ist immer schön eingepackt, meistens, je nachdem, wer das einpackt, wenn ich es einpacke, vielleicht nicht so schön. Es gibt kreative Leute, die packen das sehr schön ein, es sieht auch sehr schön aus. Aber was ist das Wichtigste an einem Geschenk? Ist es das Äußere, die Verpackung, je nachdem, wie kreativ die ist, oder geht es da mehr um den Inhalt? Ich denke, die Verpackung ist schon schön, aber das Wichtige ist doch der Inhalt. Und da, genau, nächstes Foto einmal, genau, es geht um das, was da drinne steckt in der Box. Das Wertvolle, was auch immer es ist oder was vielleicht jeder auch so bekommt, jetzt gerade zur Weihnachtszeit. Und alle diese Sachen drumherum sind ja schön, aber ich denke, das ist auch mal gut, wenn man diesen ganzen Trubel vielleicht mal einen Schritt zurückgeht, einmal mal ja, innehaltet, dass man mal zur Ruhe kommt und über den wahren Grund von Weihnachten nachdenkt. Warum feiern wir Weihnachten überhaupt so groß? Warum schon so lange, über so viele Jahrtausende wird Weihnachten gefeiert? Die Kinder haben vorhin die Geschichte vorgetragen, habt ihr oder die meisten wahrscheinlich verpasst. Das war sehr toll von den Kindern. Da war auch viel Gewusel dabei. Aber wir haben auch eben die
Weihnachtsbotschaft gehört aus Lukas 2, die hat uns Johann vorgelesen. Und da möchte ich eine Szene herausnehmen, über die wir in den nächsten Minuten einmal nachdenken können. Und das ist die Szene oder diese Begegnung mit den Hirten. Gerd hat es am Anfang erwähnt und irgendwie ist die Botschaft auch aus diesem Text ausgelegt. Wahrscheinlich muss es heute diese Botschaft sein, was der Engel uns weitergegeben hat, beziehungsweise den Hirten damals und heute für uns natürlich auch noch wichtig ist. Genau, die Stelle mit den Hirten, die steht in Lukas 2 in den Versen 10 und 11. Und da steht, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. In dieser Begegnung sehen wir, dass Hirten auf dem Felde sind. Wahrscheinlich ganz normal wie Tage davor, vielleicht Wochen, vielleicht auch Jahre. Ich weiß nicht, wie alt die Hirten waren, wie lange sie das schon machen. Wahrscheinlich schon ihr Leben lang als kleine Jungs, wahrscheinlich schon mitgelaufen mit den Vätern, mit den Brüdern. Die kannten wahrscheinlich auch nichts anders. Und genau, und sie waren einfach in ihrem Alltag drinne. Und plötzlich passiert etwas, womit sie wahrscheinlich nie gerechnet haben. Ein Engel erscheint ihnen. Ich meine, für uns heute ist das wahrscheinlich auch eine besondere Begebenheit oder eine Erscheinung, wenn uns ein Engel erscheinen würde. Aber zur damaligen Zeit war es ja so, wir wissen ja, dass zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, also nach den Propheten und dann, wo die Geschichte von Jesus beginnt, in dem Neuen Testament, Gott ja fast 400 Jahre nicht zu seinem Volk gesprochen hat. Das heißt, weder Propheten noch irgendwo hat Gott jemanden benutzt, um zu seinem Volk Israel zu sprechen. Und jetzt, wo die quasi Weihnachtsgeschichte beginnt, die Geburt Jesus, fängt Gott wieder an, mit dem Menschen zu sprechen. Und vielleicht haben sie auch schon vergessen, wie das ist, wenn Gott zu ihnen spricht oder durch die Propheten. Vielleicht kennen sie es nur vom Hörensagen. Auf jeden Fall waren sie so geschockt und verängstigt, diese Hirten, dass sie ja Angst hatten. Ich meine, Hirten, das waren wahrscheinlich irgendwelche, ich würde mal sagen, so Luschen oder irgendwelche Leute, die ja vor jedem Angst haben. Ich meine, die sind Tag und Nacht draußen, die müssen sich gegen wilde Tiere, vielleicht gegen Räuber gegen Wehr setzen und ihre Schafe verteidigen. Und die hatten Angst, so beschreibt uns die Bibel. Und der Engel beruhigt sie erstmal, sagt, ihr braucht keine Angst haben, ich habe nämlich die Botschaft überhaupt für euch. Eine Botschaft, die unglaublich ist. Und die gibt er ihnen in den nächsten Versen dann auch weiter. Und ich finde diese Botschaft in diesen zwei Versen, die der Engel einfach weitergibt, diese unfassbare Botschaft, fasst die ganze Weihnachtsgeschichte zusammen. Ich lese diese Verse nochmal. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Wie gesagt, der Engel musste sie erstmal beruhigen, die Hirten, aber dann sagt er ganz ruhig, ich habe eine super wichtige Nachricht für euch. Ich möchte euch eine ganz große Freude verkündigen. Was meint der Engel damit? Große Freude. Wie können wir uns das vorstellen? Was können wir darunter verstehen? Meine Freude ist ja eigentlich erstmal was Gutes. Vielleicht Gegenteil von Trauer. Denke, die meisten freuen sich gerne. Wann freuen wir uns, wenn wir gewisse Dinge vielleicht erleben, gewisse Begegnungen haben, wenn wir vielleicht irgendeine Prüfung geschrieben haben und das gut geklappt hat, unsere Ausbildung abgeschlossen haben, endlich den Facharbeiterbrief haben, vielleicht jemand uns etwas Gutes tut, freuen wir uns, ein Geschenk überreicht, wenn wir Freunde treffen, gute Gemeinschaft haben, Urlaub zusammenfahren oder im Urlaub zu sein, das macht Freude. Und da gibt es so viele Sachen, die uns Freude machen. Aber was ist hier gemeint? Ist das diese Freude, die für kurze Zeit da ist, vielleicht über ein Geschenk? Ich freue mich. Klar, bei den Kindern sieht man es jetzt besonders bei Weihnachten, also zumindest die Erfahrung haben wir gemacht. Man schenkt ihnen etwas, ja, überlegt lange,
was könnte diesem Person, meinem Sohn oder Tochter dann gefallen? Kauft das, investiert da drinne und dann so nach ein paar Tagen nach Weihnachten steht das rum, dann ist die Freude auch schon fast wieder vorbei. Aber was ist das für eine Freude, die der Engel hier weitergeben möchte? Was ist das für eine Nachricht? Was ist das für eine große Freude, die wirklich auch viel verändern soll? Der Engel spricht ja von einem Kind ist geboren. Klar, Kinder, wenn die geboren sind, wo unsere Kinder geboren sind, haben wir uns auch gefreut. Und die meisten, die Eltern sind und Kinder haben, die haben sich sicherlich gefreut. Besonders auch vielleicht, wenn man schon lange auf ein Kind gewartet hat, dass man sich darauf gefreut hat. Das ist ganz normal und ganz natürlich und sollte auch so sein. Aber diese Freude, die der Engel hier weitergeben möchte, ist nicht eine ganz normale Freude oder vielleicht mit so normalen Kindesgeburt zu vergleichen. Der Engel sagt hier, dass diese Freude so groß und so wichtig ist, dass sie allem Volk widerfahren soll, beziehungsweise sie soll nicht in einem kleinen Kreis bleiben, irgendwo vielleicht in einer Familie, wenn ein Kind geboren ist, die Eltern freuen sich, die Großeltern freuen sich, die Geschwister, aus der Gemeinde freuen sich Leute und irgendwann hört der Kreis mal auf. Aber diese Freude, die der Engel hier weitergibt, beziehungsweise von der Freude spricht, soll viel weiter reichen als nur in einem kleinen Kreis. Und er betont das extra, dass es für alle Menschen ist, diese Freude. Ausnahmslos für jeden, für die ganze Welt. Da ist keiner irgendwie ausgeschlossen, es ist kein Exklusivclub. Jeder ist da mit angesprochen. Aber wie kann so ein kleines Kind so eine große Freude weitergeben, die wirklich für alle Menschen ist? Und ich denke, wenn wir uns die Beschreibung von dem Engel anschauen, die er uns hier gibt, über das Kind können wir es vielleicht ein bisschen nachvollziehen und auch besser verstehen. Der Engel spricht ja hier, und er fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, der Christus, der Herr in der Stadt Davids. Ich habe diese Begriffe einmal hervorgehoben in Rot, damit uns die einfach auch vor Augen sind. Wie soll ein neugeborenes Kind so große Freude verbreiten oder rüberbringen? Wenn wir uns den ersten Begriff anschauen, den der Engel hier nennt, heißt, euch ist heute der Heiland geboren. Heiland. Die Herkunft dieses Wortes kommt von heilen, gesund machen. Da ist jemand geboren, der heile machen kann. Ich meine, wenn wir krank sind, war auch die letzten Wochen ein bisschen verschnupft und angeschlagen, dann ist man froh, wenn man wieder heile ist, wenn man gesund ist. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Wunsch von jedem auch. Wenn wir uns unsere Gesellschaft angucken, ist da etwas heile zu machen? Ich würde mal sagen, ist die Gesellschaft gesund? Also ich denke nicht, wenn wir uns umschauen, wie viel Egoismus es gibt, Krieg, Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft. Wenn wir uns Beziehungen angucken, wie viel Streitigkeiten, Trennungen, Enttäuschungen, Verletzungen da geschehen, dann denke ich schon, dass bei uns in der Gesellschaft wirklich auch einiges heile zu machen ist. Oder wir gucken uns, jeder guckt sich vielleicht selber an, beurteilt sich selber, ist da was heile zu machen? Was kann da heile gemacht werden? Und ich denke, jeder findet etwas, was auch in seinem Leben vielleicht heile gemacht werden könnte. Klar sind das Dinge, die heile gemacht werden können. Aber die Bibel spricht ja auch immer wieder davon, dass das größte Problem, das wir Menschen haben, etwas ist, was auf jeden Fall heile gemacht werden sollte. Und das ist die kaputte Beziehung zu Gott. Wir Menschen haben ein Problem, dass wir eine kaputte Beziehung zu Gott haben. Die Bibel spricht ja davon, dass die Sünde uns trennt von Gott. Dass der Mensch auf der einen Seite keine Gemeinschaft mit Gott haben kann, weil die Sünde dazwischen ist. Und hier ist jemand, der heile machen kann, diese Beziehung, diese Kluft wieder überbrücken kann. Und das ist das, wovon dieser Engel hier spricht. Da kommt ein Heiland, der diese Beziehung wieder heile machen kann. Jesus ist geboren, um die Beziehung zwischen Gott und uns wieder heile zu machen. James B. Irwin, einer der Astronauten der
Apollo 15, sagte einmal, der größte Tag in der menschlichen Geschichte war nicht, als der Mensch den Mond betrat, sondern als Gottes Sohn auf die Erde kam. Was für eine Aussage. Derjenige, der selber auf dem Mond war. Der größte Tag war, als Gottes Sohn auf die Erde kam. Und das ist das, was der Engel diesen Hirten jetzt ankündigte. Da ist ein Heiland, der geboren ist. Der nächste Begriff, den er hier verwendet, ist Christus. Christus bedeutet Messias oder Gesalbter, von Gott versprochene Retter. Was wir in der Bibel lesen, dass Gott ihn schon Jahrhunderte vorher versprochen hat, ein Messias, der kommen soll. Gott hat den Menschen geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Er wollte ja Gemeinschaft mit den Menschen haben, doch wie ich eben schon gesagt habe, die Sünde trennt uns Menschen von Gott. Und gerade im Römerbrief können wir ganz viel davon lesen, wie wir Menschen unfähig sind, in die Gemeinschaft Gottes zu kommen, von uns aus. Dass wir hoffnungslos verloren sind und gerade auch ohne Gott verloren sind. Und ich finde das so genial, dass die Bibel auch das beschreibt, dass es Gott nicht egal war, sondern Gott sah unser Dilemma, eigentlich eine Katastrophe von uns Menschen. Und Gott möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Und in seiner Güte und Liebe zu uns Menschen versprach er einen Messias. Und der jetzt von diesem Engel auch angekündigt wurde. Ein Messias, der imstande ist, die Kluft zwischen dem Menschen und Gott wirklich zu überbrücken. Jemand, der imstande ist, Menschen zu erlösen von ihrer Verlorenheit. Und wir lesen, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus. Er kam, um uns zu retten und diese Verbindung wiederherzustellen. Einer der bekanntesten Verse ist wahrscheinlich Johannes 3, Vers 16. Und ich möchte diesen Vers und den 17, Vers 17 auch noch mit dazu lesen. Da steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass er die Welt durch ihn, dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das sind Gottes Absichten mit uns Menschen. Und der Engel benutzt noch einen dritten Begriff, und zwar Herr. Das Wort Herr wird hier übersetzt mit, oder ist das Wort Kyrios. Kyrios ist eigentlich keine Übersetzung in dem Sinne, sondern Kyrios ist ein Titel. Und in der Bibel oder im Neuen Testament wird dieses Wort Kyrios oft für Gott oder Jesus Christus verwendet. Das heißt, Jesus Christus, der Herr, Gott, wurde selbst Mensch und er kam auf diese Erde nieder, um ja, für uns Menschen die Verbindung wieder zu Gott herzustellen. Im Philipperbrief lesen wir in Philipper 2, Vers 6 und 7, er, Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch bekannt. Jesus, der Gott ist, wurde Mensch für uns Menschen, um uns zu erretten. Man könnte eigentlich zusammenfassen, dass es ja diese großartige Nachricht, die unglaubliche Nachricht, die angekündigt worden ist, dass der Heiland, der Retter, der versprochene Messias, also Gott selbst, als Kind in diese Welt gekommen ist. Ist das nicht eine großartige Nachricht? Also ich finde die überwältigend. Und das ist doch, worum es letztendlich um Weihnachten geht oder an Weihnachten geht. Ein Geschenk Gottes für uns Menschen. Gott schenkt uns Menschen oder macht uns ein Geschenk der Erlösung. Und so wie wir auch die Themenreihe haben, Lichtblicke der Hoffnung, Erlösung. Und Erlösung bedeutet befreien, loskaufen, auslösen oder früher von der Sklaverei freilassen, um
frei zu sein, genau, erlösen im Sinne von erretten. Das ist die Erlösung, also frei, losgekauft. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte uns durch seinen Sohn Jesus Christus freikaufen und erlösen. Gott hat uns ein Geschenk gemacht. Er hat uns seinen Sohn geschenkt, und um uns Menschen zu erlösen. Und das ist der Grund, weshalb wir Weihnachten feiern. Und ich denke, das ist auch Weihnachten. Und das sollten wir auch immer wieder in Gedanken behalten. Was ist Weihnachten? Vor fast 2000 Jahren kam Jesus als Kind auf die Erde. Nicht um irgendwelche sentimentalen Gefühle vielleicht zu wecken, sondern er hatte ein Ziel. Er wurde Mensch mit einem Ziel. Die Menschen, also jeden Einzelnen, mich, dich, egal welcher Mensch, egal wo, mit Gott zu versöhnen. Jeder Mensch ist gemeint. Er kam mit dem Ziel, die Sünde der Welt, meine und deine Sünde aufzunehmen und ans Kreuz zu gehen, zu erlösen von der Strafe, die uns zustand, die hat er getragen. Also meine Schuld und deine Schuld hat er bezahlt, um uns zu erretten und die Verbindung mit Gott wiederherzustellen. Und man könnte sagen, oder das ist so, ohne Jesus, ohne die Geburt, seinen stellvertretenden Tod, die Auferstehung, wären wir Menschen wirklich hoffnungslos verloren. Und wie ich schon gesagt habe, Gott sah das Dilemma, aber Gott schaffte eine Lösung. Gott sandte einen Erlöser. Und das ist das, was wir feiern am Weihnachten. Am Weihnachten kriegen wir immer wieder Geschenke. Wer hat schon mal ein Geschenk abgelehnt und wollte es nicht haben? Macht man eigentlich nicht. Man nimmt Geschenke an. Genau. Und Gott hat uns ein unfassbares Geschenk gemacht. Er hat ein Geschenk gemacht, das jeder Mensch annehmen darf und sollte. Und wenn du das Geschenk noch nicht angenommen hast, dann wünsche ich dir, dass du das Geschenk annimmst, das Gott dir reicht. Und für alle, die wie hier sind und dieses Geschenk Gottes, die Erlösung schon angenommen haben, möchte ich einfach oder wünsche ich auch mir persönlich, dass diese Bedeutung, dieses Geschenk, dass sie immer wachsen könnte, immer größer werden könnte in unserem Leben, sichtbarer, und dass es wirklich Auswirkungen hat in unserem Leben. Und wer dieses Geschenk schon mal angenommen hat von Gott und Erlösung erfahren hat, der kann das bestimmt gut nachvollziehen, von welcher Freude der Engel gesprochen hat. Als ich mit 19 Jahren dieses Geschenk angenommen habe für mich persönlich, dann habe ich natürlich Erlösung erlebt, Befreiung meiner Schuld, meine Sünden, alles konnte ich Gott abgeben. Aber auch diese tiefe Freude, die in dein Herzen reingekommen ist, die eigentlich nicht beschreibbar ist, aber wirklich erfahrbar ist. Und wer Jesus angenommen hat, der weiß, wovon ich spreche. Es ist etwas, was man manchmal gar nicht so ausdrücken kann, aber was man wirklich tief innerlich erleben kann. Diese tiefe Freude, große Freude, von der der Engel spricht, ist erlebbar, erfahrbar. Und diese Freude, die trägt uns in unseren Alltag auch durch. Und wenn wir uns gegenseitig Geschenke machen, gerade jetzt zu Weihnachten, dann dürfen wir uns daran erinnern, dass Gott uns das größte Geschenk gemacht hat, nämlich die Erlösung. Wer sich vielleicht erinnern kann, letzte Woche Sonntag hatte Johann gepredigt und er hat eine Aufgabe gestellt und eine Aufgabe mitgegeben. Und zwar sagte er, wenn du ein Geschenk weitergibst, sag zu dem Beschenkten, ich schenke dir das Geschenk, weil Gott uns das größte Geschenk gemacht hat. Und diese Aufgabe möchte ich uns auch heute Abend weitergeben.